Und da haben wir ihn wieder. Den Zwischervogel, Ja, das Toluca-Einkaufszentrum muss sicher bleiben. Telefon des Sicherheitsdienstes 555-0207. Ruf mal an. Mal gucken, ob jemand da ist. Ich meine, das Ding ist geschlossen, aber... Ja. Kommt schon, Leute. Geht ans Telefon. Bedrock Security. That Toluca Mall. I'm trying to get out to Simmons Street. You're the guy I've been seeing wandering around in the dark with a flashlight. I guess. Been watching you. Makes a change from all the local kids breaking in, making out, drinking. That why you here? Sorry? For the kids. No, I'm trying to get to Simmons Street. Sure. And I'm just watching all these cameras because the pay is good. I got you. Vielen Dank. Für keine Hilfe. Was für ein Arschloch. Der beobachtet uns die ganze Zeit, der Security-Heini. Und dem ist es scheißegal, dass wir hier in der im Einkaufszentrum rumlaufen. Er ist der gruselige Vogel. Die brauchen keinen Bachmann. Der Vogel, da hauen die Leute von allein wieder ab. Aber es ist cool, was er sagt, was hier so gemacht wird. Ne? Da kommt, da brechen hier Kinder. Könnte wieder so ein Geist kommen. Ne? Sieht gerade so ein bisschen so aus. Das passiert doch. Was hier rechts ist, was im Schrank. Messer? Kannst du das Messer mitnehmen oder so? Nee, ne? Nein. Okay. Wir können das Schloss abmachen, aber es geht nicht. Cool. Vielleicht irgendwas. Schuhe oder so, ja. Keine Ahnung. Lass gut sein. Hast du übrigens mal mitgekriegt, was der Typ gesagt hat vom Sicherheitsdienst? Bedrock Security Service. Woher kennst du Bedrock? Well, the store was closed all afternoon. They had photographers in doing photos for the brochures, all that shit. Well, they don't use real customers. They got models. But damn, these girls were hot. I mean, even the old ones. You know, like, really sexy. Better than real girls any day of the week. I mean, my eyes are sore. Okay. Der hat Probleme. So, was hat's mit Bedrock auf sich? Bedrock sagt dir gar nichts? Nein. Flintstones, meet the Flintstones. Oh Gott, das ist so lange her. Hey, die Flintstones kennt man doch, also Familie Feuerstein. Wo wohnen die? In Bedrock, natürlich. Ah, okay, das wusste ich nicht mehr. Und da haben wir einen Bedrock Security Dienst, ja. Recycling Guidelines, okay. Das werde ich nicht alles lesen, ja. Recycelbares sollte, was, gesäubert und leer sein. Wunderbar. Und Recycling No? Was sollen wir nicht recyceln? Taschen, Verpackungen, Plastik, irgendwas, keine Ahnung, Folie. Was sind Pots? Und das hier? Keine Ahnung. Also ein Pothead ist irgendjemand, der kifft oder so. Aber was Pots sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist hier ein Schlüssel drin, ne? Ich müsste nur die Tür richtig aufkriegen. Wenn da ein Schlüssel drin ist, dann haben wir ein Problem. Vielleicht kannst du die Tüte oben aufmachen? Nö. Und unten ist auch nichts, was man anfassen kann oder so? Muss ja was sein, ne? Und das war die einzige Tür hier in dem Gang? Hinten? Ich guck nochmal. Da ist also doch auch eine Tür. Dran ist nichts. Da ist doch eine Tür. Die neben dran oder was? Rechts! Da! Ach so, das, ja. Da. Ja, hab ich dann wohl übersehen, ne? Ja. You fail! Ja. Findest du einen Schrank und denkst, da ist was drin, hallo? Oh Mann. Okay. Ist wieder ein okay, kein Schild. Kein Schild, das Schild ist eine Lampe, die ausgeschaltet ist, aber egal. Exit, ja, das hört sich gut an. Das sieht aber gar nicht nach einem Ausgang aus. Hour One Express, okay. Von mir aus, was ist das, eine Druckerei oder so? Also kann man... Papier? Ja, das sieht so aus, als könnte man hier Bürobedarf vielleicht kaufen oder hier wird irgendwas... Oder ist das eine Post oder was soll das sein oder... Jetzt werden wir überhäuft von irgendwelchen Hinweisen, ne? BT3000? Prost, ja. Ich glaube, das ist nicht hier draußen, was du suchst. Dreh dich mal um. Weiter rum. Geh mal da durch. Muss irgendwie gehen. Irgendwie kommt man dahinter. Klettern. So. Nichts Besonderes, ne? Taschen und sowas. Da hängen Fotos oder was?
Was steht oben drauf? Birthday irgendwas. Birthday Album. Okay. Da kommen alle Geburtstagskarten drauf oder so. So, jetzt guck ich mal da im Ecken um, vielleicht finden wir jetzt was. Oh, da sind jetzt Dinger runtergefallen. Aha. Wenn du nicht direkt davor stehen würdest, könnte man es sehen. Ich hab's schon gesehen. Ein weiterer Tag mit guter Ausbeute. Heute habe ich Folgendes eingesagt. Machen wir weiter runter. Weiter. Süßigkeiten, Memory Cards, 2 CDs, eine Flasche Tequila, wow. Eine Jeans und Zigaretten, wow. Ich habe den Wachmann wieder gesehen. Er sah mich in der, was? Nichtraucherzone rauchen. Hatte aber Schiss, es zu sagen, okay. Interessant. Hey, die klaut Tequila und Zigaretten, die macht sich bereit für eine Party, oder? Auf jeden Fall. Dazu noch ein paar CDs, Memory Cards, keine Ahnung, wofür brauchen wir auf einer Party Memory Cards? Photographic Memory. Jetzt wissen wir auch, was für ein Lade ist, ne? Ja, keine Ahnung. So. Hier geht's hoffentlich nicht nach draußen. Oh, ein Kino. Danke. Nett. Gehen wir uns einen Film angucken. Was läuft denn, ne? Hot Sounds. Musik? Das ist ein Musikshop, Musik, oder? Musikshop, ja. Also ein Plattenladen, aber egal. Ich glaube, wir können nicht ins Kino, weil da geht eine Treppe runter. Wir müssen bestimmt da runter und nicht da rein. Ich wette, wir können ins Kino. Boah. Weil es geht immer durchs Kino. Guck mal, da steht ein Contra-Automat. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Contra und noch irgendwas anderes. Russian Attack. Kenn ich nicht. Street Fighter, komm, das suchen wir jetzt. Das ist auch irgendwo seine. Oh Gott. Was ist das? Keine Ahnung. Radius. Gradius, genau. Das ist Gradius, okay. Oh, stylisch, ey. Die ganzen Klassiker. Und was ist hier umgeschubst worden? Was ist das? Was wollte keiner haben? Contra. Noch ein Contra-Automat, okay. Ist Contra von Konami? Ja. Ah. Gradius ebenfalls. Das erklärt, warum diese Automaten da stehen, weil sein Spiel ist ja auch von Konami. Von Konami, genau. Das war Werbung. Stimmt, das war beim ersten Spiel auch aufgefallen. Und hier, Toys. Ah, da steht noch ein Automat. Da kann man irgendwas spielen, da kann man dran gehen auf jeden Fall. Was ist das für ein Automat? Rush and Attack, warum kann ich schon die, wieder? Warum kann ich die Automaten nicht spielen und den hier, ne? Ja, das ist auch so eine Frage. Ist komisch, was liegt da schon wieder? Contra. Gradius, also, oder? Nach Contra, also Contra war so. Nee, das Gradius. Das ist Gradius, okay. Du hast gesagt, an dem Automat könnte man noch was spielen? Aber hier ist noch eine Telefonnummer, ne? Ja, dann ruf mal an, 3663. Vielleicht sagen wir uns ja, was jetzt im Kino läuft. Also, es sieht nicht so aus, als würde hier überhaupt was laufen. 3663, ne? Sieht nicht so aus, als würde hier überhaupt was laufen, aber man kann ja mal nachfragen. Oder wenigstens mal fragen, wann sie wieder geöffnet haben. Ring, 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 banana phone. Na? Welcome to Cinephone. Take a listen to the forthcoming features in your area. Together forever. True love against all odds. Two star-crossed lovers fight to be together. Their passion, their story. Kiss me. Kiss me like it's the first taste you've ever tasted. Your lips are all I know. Movie audiences across America have taken this couple to their hearts. A romance for our times. Together. Forever. Rated PG-13. Wow. Auf ewig zusammen. Freigegeben ab 13. Liebesgeschichte. Kommt hier im Kino. Wolltest du nicht an den Automat gehen? Würdest du jetzt bitte an den Automat gehen? Kurz hier, da geht's weiter. Ja, ja. Ich gehe schon noch hin. Keine Angst. Oh Mann. Mach's doch nicht so schwer. Doch. Ja. Absichtlich. Okay, da liegt was drin, eine Puppe. Und dazu musst du jetzt irgendwie mit dem Ding da spielen. Toll. Wir können das Ding nicht mal steuern. Das steuert sich von selbst und man gewinnt zwangsläufig. Ich merk's gerade. Das ist ja billig. Also, wer bei dem Spiel hier failt, der ist selbst schuld. Frankenstein. Der moderne Prometheus. Prometheus. Prometheus war ein Sohn der Götter, ne? Von welchem Gott? Von Zeus? Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Ist, glaube ich, griechische Mythologie oder so. Und Prometheus ist der, der den Menschen das Feuer gebracht hat oder so. Und dafür irgendwie bestraft wurde. In welcher Art nochmal? Weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht so. Ich kenne mich nicht mit Göttern aus, ja. Ja, ich auch nicht. Also, ist nicht meine Welt. Aber ich meine, da war was. Was haben wir hier für Plakate? Together Forever, oh, unser toller Film. Und wieder. Nochmal, die Wiederholung. Yeah, Together Forever. Besser als, keine Ahnung. Und da steht. Was?
Der KMI R4000. Digital Kinofilmprojektor, der digitale, die digitale Zukunft. Und wieder unser Film. Die lieben den Film, ja? Ja, offensichtlich. Die zeigen dem ganzen Kino nur einen Film. Und das ist Together Forever. Ja. Das ist wirklich nur der eine Film. Was ist hier? Okay. Ich kann nicht lesen, was da steht. Movies halt, ne? Genau. Scheiß drauf. Zwei Gänge? Das ist was. Irgendwie, das irritiert mich jetzt. Okay, das eine ist Sackgasse. Oh, ich kann vielleicht hier oben drüber. Nee, kann ich nicht. Okay. Das wird dir nicht Gang. Das ist wahrscheinlich sowieso ein Kinosraum. Also, wow. Was ist jetzt los? Hier kommt wieder ein Geist, ha? Na? Ist eine Stühle feststellen würde. Jetzt ist irgendwas passiert. Wo sind deine Taschenlampe? Warum sieht es aus? Wahrscheinlich deshalb, ne? Oh, hörst du es? I love my daddy. Okay, das war's schon, ne? Das war nur für den Film, oder wie? Genau. Okay, warum nicht? Hier scheint es auch nicht wirklich weiter was zu geben. Popcorn. Außer Essen, was sie da liegen lassen haben, ne? Ja, Schweine. Skandal. Ich hasse das, wenn Leute überall ihren Müll rumliegen lassen. Habe ich doch auch nicht. Okay, noch mehr Müll. Nachricht? Du fehlst mir, Harry. Manchmal vergesse ich, wie gut ich mich bei dir fühle. Aber heute Nacht ist das anders. Kuss Dahlia? Ist sie nicht tot? Nein, tot war ja nur die Krankenschwester. Ne? Dahlia haben wir nicht mehr gesehen. Dahlia ist tiefgefroren mit einem Auto ins Meer gefallen. Ja, anscheinend lebt sie wieder. Sie ist auferstanden. Ja, klar, das ist logisch. Eis ist ja leichter als Wasser, also treibt es an der Oberfläche und dann ist es aufgetaut und irgendwo zu sich gekommen. Ne? Das ist logisch. Ja, aber was war jetzt in dem anderen Teil von dem Einkaufszentrum? Da ging es noch die Treppe runter, deswegen. Da ging es nicht runter, das hast du halluziniert. Nein. Ignorieren. Okay, ich will jetzt wissen, wo unser Scheißhaus ist. Ich will endlich dahin. Musst du so dringend? Ich will nicht ein Scheißhaus, ich will unser Scheißhaus. Okay, guck mal. Das Haus, das scheiße ist, genau. Guck aufs Radar. Und wir sind ganz in der Nähe. Einmal Kehrtwende und dann rechts um die Kurve. Hey, es wäre schön, wenn die Straßen mal nicht zugeschneit wären, dann kämen wir vielleicht wirklich mal nach Hause. So, nach Stunden. Ja, auch schön, Stunden, wenn die Straßen nicht genau jetzt zufrieren wird oder so. Ich will es nicht heraufbeschwören. Doch, keine Angst, es kommt noch früh genug. Danke. Oh Mann. Komm schon, nach Hause. Ja, wir kennen wir alle schon, oder? Dance to Imp, was? Ja. Dance TV Inc. Ah, okay. Kenn ich nicht. Was ist da? Little Miss Teen Fashion. Ah, ja. Teenager-Mode halt, ne? Was ist hier? Was? Queen Buy Lane. Sell Loan. Das ist ein Dings. Pawnshop, ja. Wie nennt sich das? Wo man Sachen versetzen kann. Leihhaus oder was? Ja, genau. Pfandleihhaus. Genau, das wollte ich. Was haben sie im Schaufenster? Was ist das? Kann man schwer erkennen, ne? Sieht aus wie Lampe, irgendwas. Eine Shisha vielleicht, das eine. Oh. Oder zwei Shishas. Wir können ja, glaube ich, reingehen, ja, ne? Ja, dann gehen wir mal rein. Ein Vogel, schon wieder so ein Killervogel, der uns anguckt. Nee, der guckt uns nicht. Aber er ist wenigstens kein Psycho-Vogel, ne? Guckt aber auch ein Dodo, wenn ich mich nicht irre. Ja, schon könnte sein. Sieht nicht sehr flugfähig aus. Ausgestorbene Art, wahrscheinlich deshalb, weil sie nicht fliegen können. Gut, auch andere Vögel können nicht fliegen. Denk mal an Strauß oder so. Ja, vielleicht haben Dodos einfach zu gut geschmeckt. Ein Banjo! Hey, das ist ein Banjo! Gibt's auch Kazooie? Stimmt, das ist eine Banjo, die das war ein schlechtes, das war ein schlechter Gag, oder? Oh, der Bär sieht auch psychisch aus. Das war eigentlich, für Leute, die das Spiel kennen, wäre es vielleicht ein guter Gag, ne? So, hier noch was. Eine Trompete, ja. Ein Teddybär. Öffnen? Oh. Du kannst, achso, die Haustür wahrscheinlich, ne? Nein, davon kann ich nichts öffnen, was hier steht. Fernseher, ja, davon kann man nie genug haben. Und Mikrowellen, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Schuhe, ja, für die Dame. Schlangenlederschuhe, wow. Mhm. Kochgeschirr, Mäntel, was ist das hier? Eine amerikanische Flagge, ja. Wir hatten die versetzt. So, Da kann man irgendwas machen.
Und wenn da was drauflegen würde, wäre das sinnvoll. Guck mal, da links oben ist was. Sieht aus wie ein Schlüssel, ne? Ja. Wow. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Schäm dich. Das schon. Okay. An der Stelle würde ich empfehlen, machen wir jetzt mal gerade einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder an dieser Stelle. Macht's gut.